Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 13. Ja, ich bin wieder da. Und ich habe einige Kommentare gelesen und ich konnte nicht großartig viel machen. Weil ich ja nicht da war. Oder eigentlich doch, aber nicht so ganz. Nun gut, also. Ich wollte ja was nachprüfen. Und zwar, ja, stimmt, da unten, Training. Es wurde gefragt, ob man das nicht als Special machen könnte, so ein Training. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so interessant ist, aber ich kann es gerne versuchen. So, das könnte man mal machen, Training, obwohl, naja, so wirklich interessant, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist mir noch gar nicht aufgefallen da unten, Training. Ja, dann gucken wir mal weiter. Aufstellung habe ich alle soweit umgestellt, außer das Spiel, was wir jetzt erstes machen. Das habe ich überhaupt nicht umgestellt. Wir wollten jetzt ein paar Freundschaftsspiele machen. Und zwar, wir machen The Classic Mode. Wir spielen als erstes zu Hause. Und wir spielen gegen einen unserer Lieblingsgegner. Obwohl, naja, Lieblingsgegner nicht wirklich. Aber das Spiel wurde empfohlen. Werder Bremen gegen Hannover 96. Ja, ich glaube, da war das so, dass die sogar ganz frisch gegeneinander hätten gespielt. Weiß ich gar nicht mehr, das ist schon ein bisschen her. Wir spielen im Weserstadion, obwohl das Weserstadion anders aussieht. Gucken wir mal, wie FIFA die Teams aufgestellt hat. Vorne Arnautovic im Sturm. Fritz haben sie dann. Jusunovic haben sie. De Bruyne im defensiven Mittelfeld. Hilfe. Elia und Hunt. Naja, okay, gucken wir mal. Schmitz, Brödel, Sokrates und Selassie und im Tor Mielitz bei Hannover. Nduf. Dann haben wir Abdelaue. Niki. Okay. Stindl. Husti. Und Rausch. Interessant. Panda. Schulz. Hagi. Schurundolo. Und Zila im Tor. Wobei Zila ja auch ein Wunder ist, dass er hier gar kein Bild hat. Ja, wir spielen das Spiel auch schwer, wir spielen mal keine Schnelltaktik. Wir wollen ja lediglich jetzt die Erfahrungen sammeln bezüglich dessen mit den Stadien. Also wir müssen ja ein paar Partien spielen, wir müssen in allen verschiedenen Ländern spielen. Also Deutschland haben wir auf jeden Fall schon lange, 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 lange rum. Aber wir spielen, ich spiele gerne auch so welche Spiele. Los geht's mit dem Spiel zwischen Werder Bremen und Hannover 96. Willkommen aus dem Weserstadion in Bremen. Bremen in Grün gegen Hannover in Rot. Jusunovic. Du. Diouf trifft. 1-0, Hannover. Das ging sehr schnell. Für Bremen wahrscheinlich zu schnell. Aber sowas haben sie ja schon die letzten Zeiten gezeigt. Dass das nicht so ganz funktioniert mit Werder. Ein kleiner Fehler und schwupps, ist vorbei. Hand. Ja, zu weit vorgelegt. Jusunovic. Arnautovic. Und der Ausgleich. Falls der ein oder andere bemerkt hat, ich habe das mal ausprobiert jetzt, wenn ich das so zwischendurch mal sagen darf, ausprobiert mit dem kleinen Selbstaufblick. Da hatte ich nämlich im Story-Mode ja auch noch bei Girardé gemeint, das ist das leider nicht so, dass ich das überhaupt nicht kann. Ich wollte das jetzt mal ausprobieren, ob es wirklich so funktioniert, und ja, es funktioniert so. Anscheinend muss das nur ein bisschen kräftiger gemacht werden. Und dann passt das auch. Vielleicht machen wir das mal als Aufgabe. Vielleicht aber auch nicht. 18. Minute, 1:1, der Ausgleich. Das Spiel ist wieder offen. Vielleicht ändert sich das. Arnautovic. Arnautovic. Arnautovic.
Binnen kürzester Zeit dreht Werder das Spiel. Völlige Abwehrfehler, das kann nicht gut gehen. In 5 Minuten wurde das Spiel gedreht. Diouf. Zu Rausch. Der direkt auf Mielitz. Er wehrt ihn zur Ecke ab. Bremens Nummer 1. Ecke gut ausgeführt, aber De Bruyne klärt. Arnautovic. Na, verliert den Ball. Konter, Diouf. Neuer Angriff von Werder. Arnautovic. 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 Hattrick. Gerüchten zufolge sollte er ja jetzt noch nach Kiew wechseln. Ob er das tut, ist die andere Frage. Aber hier hat er zumindest gezeigt, für Werder ist er immer noch sehr viel wert. Erst recht mit so einem Tor. Zieler dachte, vielleicht schießt er mit voller Wucht und dann war es dann so mal so gar nicht der Fall. Kleiner Lupfer. Fast noch den Pfosten mitgenommen. 3:1, 35. Minute. Das kann noch besser werden. Stindl. Na, verliert den Ball. Nicht, weil Elia sich nicht durchsetzt. Hand. Immer noch Hand. Zum freistehenden Arnautovic. Macht er das vierte Ding noch? Arnautovic, ja! Da zieht er noch ein viertes Mal ab. Momentan heißt es anscheinend Arnautovic gegen Hannover 96. Und Arnautovic führt mit 4:1. Minute. Ich denke mal, groß wechseln wird Werder sicherlich nicht. Niki. Und drin ist er. 4:2. Niki trifft. Eigentlich kein Stammspieler. Heute bei Hannover gesetzt. Hat er wirklich den Pfosten mitgenommen. Mielitz, keine Chance. 4:2. Und das ist auch der Halbzeitstand. 4:2. Werden wir noch mehr Tore sehen. Die zweiten 45 Minuten. In diesem, ja, Derby würde ich das nicht sagen. Weil Bremen, okay, man kann es als Nordderby bezeichnen, aber es ist ja nur ein Freundschaftsspiel, es ist nur ein Testspiel zwischen diesen beiden Teams, was heute hart geführt wird. Abdellaoue geht vorbei. Abdellaoue! 4:3. Hannover zieht ran wieder. Der Kapitän trifft, Abdellaoue. Und das sitzt. 4:3. Anscheinend ist es so ein bisschen Schlackerfußball von Bremen jetzt auf einmal gewesen. 4:1 Führung und jetzt holt Hannover auf. Arnautovic. Schmidt setzt sich überhaupt nicht durch. Abdellaoue. Kriegt den Ball nicht. Brödel davor geklärt. Jetzt wieder Richtung Zieler. Über Elia.
Hunt. Aaron Hunt. Ja. Flanke kam nicht an. Dafür Eck. Hunt und drüber. Den zieht er knapp drüber. Jusunovic. Wieder langsamer Spielaufbau, Elia. Hand. Hand und drin ist er. In die obere Ecke. 5:3. Arnautovic. Diouf zu Rausch. Der kommt nicht dran vorbei. Fritz. Fritz läuft. Flanke. Arnautovic kommt nicht ran. Jusunovic. Aber leider nicht. Ins Tor. Die neutralen Fans können sagen, wir haben hier ein gutes Fußballspiel gesehen mit vielen Toren, mit 8 Stück an der Anzahl. Vielleicht kommen ja noch welche dazu. Wer weiß, Fritz. Na, rausgeklärt. Elia. Ah, geblockt. 2 Minuten Nachspielzeit werden von der Seite angezeigt. Arnautovic und das gibt Freistoß und den Platz ein für Hagi. Das hätte jetzt auch nicht Not getan, aber Entscheidung ist Entscheidung. Und Arnautovic trifft. Heute the man of the match, die Nummer 7. Arnautovic. Ohne große Komplikation. Drin ist er. 6:3. Diouf. Elia. Hand. Arnautovic. Macht er den nächsten. Elia. Arnautovic. Und dann macht er das 7:3. Dieses Spiel ist entschieden. Und das war's. 7:3 der Endstand. Ich würde sagen, für einen neutralen Fan. Okay, neutralen Fan. Ein Fußballfreund hat auf jeden Fall hier ziemlich viele Tore gesehen und konnte sich freuen, für das Geld so viel zu sehen. Hattrick-Legende erziele insgesamt 14 Hattricks. Stehplätze Nord und Ost. Erziele insgesamt 10 Freistoßtore. Sitzplätze. Ich habe Stehplätze gerade gesagt, ne? Sitzplätze. Sitzplätze Süd und West. Dann haben wir. Hoi. erziele insgesamt 99 Tore. Stadion Halle. Na, das ist ja wohl was, ne? Stadion Halle. Es reicht, weil unser Acker mal ein Acker war, ne? Wenn man sich so mal so ein paar Jahre noch zurück. Hey, sieht das schnieke aus. Wenn wir noch ein paar Monate zurückgehen, können wir uns daran noch erinnern. 42. Level, 43. Level. Und ja,
falls sich noch jemand dran erinnern kann, hier war die Stadt mal völlig mau. Also derjenige, der den ersten Teil gesehen hat, der könnte sagen, oha, und sich jetzt darüber gegenüber dieses Jahr anguckt, Wahnsinn. So, Aufgaben haben wir noch ganze 4. Diese 4 Aufgaben sind wirklich so welche Aufgaben, wo man sagt so, hallo, kann ich nicht irgendwie bitte mal irgendwie ein bisschen doof sein? Gewinne ein Spiel im Elfmeterschießen. Super. Dann haben wir noch, halte den Gegner ein gesamtes Spiel vom Strafraum fern. Das ist das wahrscheinlich, dass wir dann wieder auf ein bisschen, ne? Und dann haben wir noch, Spiele in 20 verschiedenen Stadien eine Partie und spiele gegen jeweils ein Team aus jeder Region. Das machen wir als nach diesem hier. Wenn dieses einmal durch ist, dann machen wir hier in jedem Dings da einmal und auch schön in jedem Stadion und ja. Wir sehen uns, hören uns dann zum nächsten Mal wieder zum nächsten Freundschaftsspiel. Freut euch drauf. Bis dann und tschüss.